Moin Moin zusammen zu einem kleinen kurzen Tutorial, gut geeignet für Anfänger. Nur eine kleine Sache, möchte ich mal kurz zeigen, dauert 2-3 Minuten. Entschuldige mich nochmal für den Ton, aber hier in Indonesien ist es nicht so einfach, Mikrofone zu kaufen. Da kann man nicht bei Amazon mal schnell was bestellen und es wird geliefert. So, was ich zeigen möchte, ist, wenn viele Leute anfangen zu spielen, am Anfang ist es immer etwas zäh, weil man hat ja hier, ich nehme mal hier gerade was raus, zack, damit ich mal hier ein bisschen was schaffe. Man hat ja am Anfang viel Rennerei, unter anderem, da gibt es noch keine Fließbänder, kein Nichts, man hat keinen Strom und so weiter und so fort und muss dann die Kohle immer von A nach B tragen und hier diese Gerätschaften, Hochöfen etc. auffüllen. Das machen viele Leute am Anfang so. Da kommt dann der Kohleförderer hin und Kästchen da davor. Das funktioniert ja auch und dann geht man hier hin, guckt in die Kiste, nimmt da ein bisschen Kohle raus. Aber wenn man dann ein bisschen zu tun hat, geht da oben hin, geht dahin, vergisst man die Kohle aufzufüllen. Hier in diesen Erzförderern. Dann kann der keine Kohle liefern, fördern und dann muss man wieder warten, weil in der Kiste ist nichts drin etc. Das ist Nerven. Das kann man ganz einfach umgehen am Anfang. Das sind so die ersten 20, 30 Spielminuten. Was war das denn jetzt hier? Meinte jemand, das Haus einzureißen? Gott, Entschuldigung. Man geht hin, ein Erzförderer und setzt den zweiten genau gegenüber. Und zwar ohne hier Platz zu lassen. Ohne. Was die jetzt machen, die schaufeln sich die Kohle gegenseitig zu. Das heißt, sie können nicht stehen bleiben. Und jeder hat einen internen Speicher von 50 Kohle. Das heißt, hier sind dann schon 100, bevor die die Arbeit einstellen, weil nämlich kein Platz mehr drin ist. Und das kann man natürlich auch ausbauen. Ne? Man macht das jetzt so, der hier und der darüber. Ne? So. Die schieben sich die Kohle im Gleis zu. Im Kreis zu. Und dann hat man hier bis zu 200 Kohle drin. Im Vorbeigehen hält man die Steuerungstaste gedrückt und linke Maustaste und nimmt die Kohle raus. Ganz einfach. Ja, die können nicht stehen bleiben. Das heißt, der Ausfall der Kohleförderung, weil der Kohleförderer keine Kohle hat, ist damit umgangen. Man muss zwar immer noch dahin und muss dann mal mit der Maus drauf drücken, aber die ersten 20, 30 Minuten kann man das ja machen. So viel dazu. Einfache Lösung, aber es klappt, ne? Weil man vergisst es sehr oft, die Kohle nachzufüllen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.